Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist mal wieder soweit. Der Aaron wird gedemütigt, wie ein Tanzbär durch die Manege geführt und eigentlich innerlich gebrochen. Ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar die zweite Staffel Shame Game. 4, 3, 2, 1, let's go! Ich muss mit euch darüber reden, weil nach der ersten Staffel Shame Game habe ich eigentlich gesagt, ich mach's nie wieder. Wenn ihr die erste Staffel nicht kennt, kann ich mal kurz erzählen, was passiert. Bei Shame Game kommt immer irgendein Influencer-Kollege und der stellt mir Aufgaben und ich muss die erledigen. Zum Beispiel Dagi hat mich in der ersten Staffel zum Wichsen in der Samenbank gebracht. Hallo, ja. Hi. Also Aaron war, glaube ich, sehr geschockt. Und die Sendung wird meine Oma gucken und meine Mutter. Boah, ist mir das unangenehm. Die Jungs vom Bullshit TV, damals waren sie übrigens noch zusammen, haben mich auf einer ganz eigenen Art und Weise erniedrigt. Und dann kippen sie da die Currywurst drauf. Das Buffet ist eröffnet. Oh, da ist noch ein Haar mit dran, super. Und die liebe Julia Beautics hat mir mein erstes Piercing gemacht. Und nachdem ich mit der ganzen Staffel Shame Game vorbei war, habe ich gesagt, ey Leute, für kein Geld der Welt. Zweite Staffel Join, ich hab euch lieb, aber nein. Und ein halbes Jahr später hat der Join-Chef angerufen und meinte, ey Aaron, zweite Staffel. Und ich dachte so, gute Gage? Warum denn nicht? Erste Folge gedreht, ich habe alle gehasst. Ich habe das Team gehasst, ich habe Timo beleidigt, ich habe Join beleidigt und ich wusste genau, es wird keine dritte Staffel mit mir als Prügelknaben geben. Und das wird's auch nicht. Wirklich, wird's nicht. Schreibt in die Kommentare, bleib stark. Weil auch wenn der Join-Chef anruft mit einem Geldkoffer, ich werde es nicht machen. Ey, das war so schlimm, die zweite Staffel. Meine Gegner waren Betty Taube, Flying Uwe, Michaela Schäfer, Maria Clara Grobler, die mal meine Praktikantin war. Das war sehr, sehr deprimierend für mich. Dann war noch Max Kruse, der blöde Pisser, dabei. Und ich dachte, sie ist meine Freundin, sie liebt mich, aber nein, sie hat mir eine reingedrückt. Bella war auch meine Gegnerin. Und es war sauhart. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt so ein bisschen Real Talk auch. Von 6 Drehtagen, Pepe, ich bin 4 sauer nach Hause gegangen und habe das Team zusammengeschissen. Ja. 4 Drehtage war ich so sauer, weil die haben mich wirklich erniedrigt. Auf eine unterhaltsame Art und Weise. Aber ich war so sauer. Und die erste Folge gegen Betty, da hatte ich Schmerzen sondersgleichen. Und bei Flying Uwe auch. Hey! Ich kann euch ganz klar sagen, es wird niemals eine dritte Staffel geben mit mir als Prügelknaben. Ich biete Join an, hey, mach doch eine dritte Staffel mit mir nur als Moderator. Und Vive HD macht eine Aufgabe, Marvin. Und ich sitze nur da und habe Spaß. Aber wahrscheinlich wird Join sagen, nö. Deswegen wird es bei 2 Staffeln Shame Game ziemlich sicher bleiben. Tut euch einen Gefallen, guckt euch die erste nochmal an. Und von der zweiten Staffel sind die ersten 2 Folgen online. Die nächsten Folgen kommen jetzt immer donnerstags raus. Ich glaube, in der zweiten Rutsche sind Maria Clara und Michaela. Und in der dritten Rutsche ist es dann soweit. Max Kruse, der blöde Penner, und Miss Bella haben mich herausgefordert. Und ich habe wieder gelernt, Leute, und das ist es wirklich, Geld ist nicht alles. Viele sagen ja auch immer, ey Aaron, du bist super geldgeil. Eigentlich gar nicht, weil ich könnte in Rente gehen. Ich könnte sagen, es ist vorbei, aber ich mache viele Sachen, weil sie mir Spaß machen und ich manchmal nicht nachdenke. Und deswegen, lieber Join-Chef, wenn du blöder Penner mich wieder in einer Schnapslaune anrufst und mir die dritte Staffel aufquatschst, nein, mache ich nicht. Nein! Und damit ihr vielleicht noch ein bisschen mehr Bock auf die Folgen kriegt, Betty wollte mich zum Model ausbilden, und zwar Germany's Next Top Aaron. Alleine eine Dame, die bei Heidi Klum nur 5. oder 4. wurde, will dir Tipps geben, es war Horror und es tat weh. Und Flying Uwe, ja, was kann man mit Uwe machen? Der ist MMA-Fighter, der wollte mir einfach nur in die Fresse hauen. Ende aus. Michaela Schäfer hat mich echt gut überrascht, muss man sagen. Das war sehr kreativ. Das war für mich die schlimmste Folge. Weil ich sag mal so, ich habe gesagt, ich gehe nie ins Dschungelcamp, weil ich eklige Sachen nicht essen will. Und dann kam Shame Game. Mann, warum habe ich es gemacht? Ich weiß es nicht. Die vierte Folge mit Maria war noch viel schlimmer, weil wer es nicht weiß, wirklich Maria Clara Grobler, super Comedian, war mal meine Praktikantin. Und die hat mir einfach alles wiedergegeben. Ist auf die Sachen gegangen, weil sie mich gut kennt, die ich gar nicht kann, wie zum Beispiel Englisch sprechen. Max Kruse ist einfach nur ein Hirni, darüber brauchen wir gar nicht reden. Ich hasse ihn vom ganzen Herzen. Und Bella, ja, kann man wirklich sagen, Bellas Aufgaben, die hat sich Aufgaben ausgedacht, dass sie am Ende endlich mal meinen Pimmel sieht. Das sind so die Kurzfassungen der Folgen. Wie es weitergeht, das seht ihr auf Join. Die ersten 2 sind online. Schaut vorbei, tut euch die erste Staffel an. Die ist nämlich richtig gut. Mit Dagi Gewitter im Kopf, wirklich, das waren tolle Folgen. Und deswegen gibt es hier jetzt nochmal einen Trailer, aber zu der zweiten Staffel. Die aktuell größten Social Media Stars fordern mich heraus. Das ist Shame Game. Ich kann aber abbrechen. Oh Mann, Mann, Mann. Ich bin nicht ganz so zufrieden. Und es hört sich eigentlich so einfach an. Jetzt ist Kuschelzeit.
Oh nein! Ich hasse euch alle. Warum? Weil du es verdient hast. Ja! Darf ich noch? Ja. Jetzt genug Werbung zu Shame Game. Schaut es euch an auf Join. Da könnt ihr übrigens auch TV schauen. Ganz normal ProSieben, Sat1. Alle Sachen außer aus der RTL-Gruppe könnt ihr da gratis schauen. ARD, ZDF, Mediathek, Filme. Ganz, ganz toll. Es gibt auch Join Plus. Da kann man ein paar Euro zahlen. Dann hat man alles in HD und ohne Werbung. Das müsst ihr aber entscheiden. Aber jetzt machen wir noch eine andere Sache, wo ich schon mal hier bin und mit euch rede. Ihr könnt mal Kommentare richtig hier reinballern. Fragt mich Sachen, die ihr mich schon immer fragen wolltet. Weil wir werden demnächst auf Rambazamba. Deswegen geht mal darüber. Und Kommentare kommentieren mal wieder machen. Plus, da kommt jeden Sonntag ein tolles Quiz. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, geht mal jetzt rüber, weil zum Beispiel als nächstes einer meiner Quizgegner ist der Sido. Der drückt sich immer so ein bisschen, aber der kommt vorbei. Das wird verrückt. Und ey, ein großes Projekt, was ich noch habe, ist der Kiosk. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mal rüber geht, ein Abo da lasst, weil dann A, kommen wir auf die 50.000 Abos. Das freut mich sehr. B, könnt ihr uns begleiten. Der Laden ist fast fertig. Ja, der ist schon gestrichen und so. Bloß der Thekenbauer kommt nicht aus dem Sack. Ey, der braucht noch 2 Wochen, bis der kommt. Dann baut er alles auf. Dann gehen wir Zigaretten besorgen, Süßkram. Getränkekühlschränke sind schon da. Wir haben so ein Red Bull Greifautomat. Das wird so verrückt, wenn ihr in den Laden kommt und irgendwas Cooles macht oder für irgendeinen Wert einkauft, kriegt ihr so einen Coin und könnt am Greifautomaten greifen. Da könnt ihr einen Schokoriegel gewinnen, eine Red Bull, ein Handy oder andere tolle Sachen. Das wird mega geil. Und dieser ganze Weg im Kiosk, den könnt ihr begleiten, wenn ihr auf den Kanal kommt. Ich bin regelmäßig da, Marvin, Pascal, Patti von Chefboss Undercover ist auch wieder dabei. Hier ein kleiner Rückblick. Der erste Praktikumstag im Undercover-Projekt kann beginnen. Hallo. Hallo. Ich bin der Beron und suche den Patrick, weil ich bin Praktikant heute. Hallo, freut mich. Ja, Patrick ist mein Name. Ich würde sagen, wir fangen gleich an mit dem Backwaren. Oh ja, bitte. Ja? Und ich mache jetzt mal einen Test, das habe ich bei anderen YouTubern gesehen. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, schreibt doch mal Undercover Boss 2 in die Kommentare, dann werden wir einen zweiten Teil drehen, weil Patti muss überwacht werden, Pascal auch und Gina auch. Und ich kann da ja nicht so reingehen, dann geben die sich Mühe, also muss ich mich wieder verkleiden. Schreibt es in die Kommentare und jetzt geht am besten entweder zu Rambazamba rüber oder zum Kiosk-Kanal. Schaut euch da Aaron Weißtars oder eben den Alltag an. Und wir sehen uns schon am Dienstag wieder. Und ja, und ich hasse diese Schränke. Oh. Das ist ja nicht schlimm. Oh mein Gott. Ey, Sunny, du, das kenne ich auch. Das ist so dieses, ich schmeiß rein und wer es als nächstes aufmacht, hat das Problem. Und guck mal, hier die Schubladen sind da sogar raus.